Guten Morgen. Es folgen auf Wunsch von Susanne ein paar Übungen für Becken und Schultern und ich habe ein bisschen Hüfte draus gemacht. Viel Spaß. Namaste. Du richtest dich so ein, wie deine Umgebung das zulässt. So wie der Platz in dem Raum ist, in dem du dich gerade aufhältst. Manche von euch haben ja tolle Teppiche, schöne grüne Matten, ausreichend Platz nach rechts und links. Bei anderen ist es ein schmaleres Zimmer, Bett, Schrank, spielt gar keine Rolle, Yoga kann man überall machen. Wir kommen zusammen in die Bauchlage und du richtest dich so ein, dass du gut liegen kannst. Ja? Das heißt, streck mal die Arme nach vorne, zieh die Arme weit aus den Schultergelenken raus und lass dann los. Wenn sich das für dich gut anfühlt, Kopf liegt auf der Stirn und auf dem Nasenrücken auf, bleibst du so, wenn du das Gefühl hast, nee, das quetscht mich irgendwie oder ist sonst unangenehm, dann stützt du den Kopf etwas mehr ab, kannst die Hände falten, die Stirn auf die Hände legen. Du machst dasselbe mit den Beinen. Du ziehst jetzt die Hüften, die Beine aus den Hüften nach hinten raus und lässt dann los. Du kommst erstmal auf der Matte an, spürst den Kontakt unter den Armen, unter dem Brustkorb und Bauch, am Becken, Oberschenkel, Knie und Fußrücken. Spürst den Atem, atmest vollständig ein in den Rücken, in die Seiten des Brustkorbs und versuch auch in den Bauch zu atmen, selbst wenn die Matte im Weg ist. Die ganze Erde ist gerade im Weg. Und dann atme aus und lass völlig los, entleere die Luft. Als Vorstellung, im Rest Luft bleibt ja immer in der Lunge trotzdem, als Vorstellung nochmal. Vollständig einatmen, richtig in den Rücken, zur Wirbelsäule hin, die Rippen auseinanderziehen und in den Bauch. In den Bauch atmen, die Bewegung am Beckenboden spüren, locker bleiben und dann ausatmen. Vom Beckenboden über den Bauch, Brustkorb, Schlüsselbeine. Noch ein drittes Mal. Vollständig einatmen. Von oben nach unten und besonders den Rücken spüren, es geht in der Lage sehr gut. Oder sagen wir mal, besser als sonst. Und dann von unten nach oben ausatmen. Dann legst du den Kopf nach links und hebst einatmend das rechte Bein an. Und mit diesem Gefühl, dass du den Fuß nach hinten rausziehst, ausatmend legst du das Bein ab, lässt ganz los. Du spürst das bis in den Rumpf. Lendenwirbelsäule hoch. Drehst dann den Kopf zur anderen Seite. Mit der nächsten Einatmung hebst du das linke Bein an, so hoch wie möglich. Die Arme sind roboterhaft zur Seite abgelegt, ne? Oberarme zur Seite, Hände nach vorne. Ausatmend legst du das Bein ab und lässt ganz los. In der Atemlehre wechselst du die Position des Kopfes und fährst so mit der Übung fort. Du stellst dir vor, dass du dein Bein aus dem Hüftgelenk herausziehst und so etwas länger einfach vom Gefühl her ins Becken bringst. Ja? Unter Krafteinsatz. Und dann legst du das Bein ab und in deiner Vorstellung auch so, dass es etwas länger geworden ist. Ja, wir wachsen zusammen noch. Das kann nicht schaden. Ich bin ja ein kleiner Mensch. Ich kann ruhig noch wachsen. Und dann drehst du in der Atemlehre den Kopf zur anderen Seite und wechselst das Bein. Bitte mach das im eigenen Atemrhythmus weiter und wirklich mit dem Impuls, das Bein weit rauszuziehen. Aus dem Gelenk, aus der Hüfte. Und lass den Atem langsam und vollständig fließen. Gar nicht beeilen, um die nächste Bewegung zu machen, sondern erstmal in die Atemlehre gehen. Da ankommen, den Kopf bewegen. Noch ein
ein letztes Mal, so dass du mit dem linken Bein abschließt. Danach stemmst du die Hände neben dem Brustkorb, atmest ein und schiebst dich zurück in die Stellung des Kindes. Kommst von hier einatmend hoch, die Knie zeigen nach vorne und jetzt ziehst du das rechte Knie einfach so weit vor, dass der rechte Fuß vom linken Bein nach links gehen kann. Und du schiebst dich hier einfach zurück. Drückst dich von den Händen nach hinten, atmest aus. Kommst einatmend wieder nach vorne, stellst das Bein zurück. Machen wir erstmal das. Mit der nächsten Einatmung kommst du wieder hoch, hebst das linke Knie nach vorne, verschränkst es, ne, vor dem rechten, also eigentlich die Barhockerstellung ohne Barhocker und ganz anders im Raum. Und dann schiebst du dich zurück mit der Ausatmung. Runder Rücken und weit, weit in diese Rundung. Rückseite, Hüftkamm spüren, zurückschieben. Einatmend wieder vor und das Bein zurückbringen. Bitte wiederhole das im eigenen Atemrhythmus. Und das nächste Mal, wenn du aus dieser Verschränkung zurückkommst und mit dem Bein nach hinten gehst, dann ziehst du das Bein weit nach hinten, bevor du das Knie aufsetzt. Ja? Und dann erst gehst du zurück und beginnst auf der anderen Seite. Also die erste Hälfte bleibt gleich, nur beim Zurückkommen einmal das Bein weit nach hinten raus, wieder mit diesem Gefühl im unteren Becken, im ganzen Beckenraum für Länge, für Freiraum zu sorgen. Und dann absetzen und zurückkommen, starke Beuge im Hüftgelenk. Ja, mach das noch zweimal. Dann bist du in der Stellung des Kindes. Atmest in Ruhe aus, spürst in die Hüften. Ziehst dich mit der nächsten Einatmung hoch und bringst deine Knie etwas weiter zurück. Du schiebst jetzt langsam die Hüften Richtung Boden, richtest dich auf und kommst ausatmend wieder zurück. Langsam bewegen, auf den Rücken achten. Einatmend nochmal hoch, Hände etwas weiter nach vorne und sanft, muss gar nicht so weit sein. Die Hüften nach vorne schieben, Brustbein aufrichten, Schultern zurück. Und dann langsam wieder zurück, gestreckt zurück und loslassen. Noch einmal. Einatmend hochkommen. Und dann von den Beinen her nach vorne schieben und den Oberkörper und aufrichten und ausatmend wieder zurück. Mit der nächsten Einatmung legst du dich ganz auf den Bauch ab und kommst, du wechselst in die Rückenlage. Du legst die Arme jetzt zur Seite aus. Wenn du Platz hast, streckst du die Arme aus. Wenn nicht, winkelst du in den Ellenbogen an. Hast die Füße recht nahe am Gesäß, atmest ein. Und mit der nächsten Ausatmung lässt du die Knie nach rechts sinken. Die Füße gehen auf Kante. Ja, also die Beine verschieben sich gegeneinander. Den Kopf bewegst du dahin, wo du willst. Kann sein, dass das die Gegenrichtung ist oder dieselbe Richtung wie die Knie, so wie der Kopf will. Einatmen kommst du zurück in die Mitte und ausatmend wechselst du die Seite, so wie Platz ist, die Beine zur Seite sinken lassen. Die Füße gehen auf Kante, ne? Das verschiebt sich dann. Fahre ganz in Ruhe damit fort, spüre in den unteren Rücken,
zum Kreuzbein, zum Steißbein hin und die Bewegung in den Hüftgelenken. Ja? Und je nachdem, wenn du auf der Seite bist, ruhig mit den Knien so ein bisschen Zug rangeben, dass die Dehnung entsteht. Die Schultern nah an der Matte lassen, idealerweise auf der Matte. Ja? Also erst in die Haltung sinken, locker lassen und dann am oberen Bein die Hüfte so ein bisschen anheben, mehr in die Streckung kommen, dass sich hier oben gedehnt wird. Ja? Noch ein letztes Mal. Und wenn dann die Knie wieder zur Decke zeigen, drehst du auch den Kopf Richtung Decke, bringst die Arme wieder locker neben den Rumpf und spürst nach. Dann mit der nächsten Einatmung hebst du die Arme an und hebst die Beine an. Du ziehst die Arme richtig hoch, streckst durch. Ziehst die Schultern nach vorne, lässt den Kopf liegen, streckst die Beine durch. Das ist alles noch die Einatmung nachher. Ne? Das ist die Einatmung. Mit der Ausatmung legst du einfach die Schultern ab. Achtest bewusst darauf, dass der Nacken sich in die Länge zieht und wirst in den Beinen einfach locker. Knie leicht beugen, Füße hängen locker auf den Sprunggelenken. Kannst auch in den Händen locker lassen, dass die Hände in den Handgelenken hängen. Das ist die Ausatmung. Und dann einatmen, wieder in diese Spannung kommen. Und hoch, 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 hoch und höher ziehen. Im Nacken wird jetzt gestaucht. Und da gehst du dann mit der Ausatmung wieder raus. So wie die Schultern zurückkommen, rollt der Hinterkopf vom Rumpf weg. Der Nacken bekommt wieder seine Länge. Ja, und das Gesicht ist vom Gefühl her parallel zur Decke ausgerichtet. Okay, bitte wiederhole das für dich. Noch ein letztes Mal. Und dann nach der nächsten Ausatmung stellst du die Füße auf, greifst mit den Händen an den Hinterkopf, machst wie so ein Körbchen, legst diese Hände in den Hinterkopf, Ellenbogen zur Decke und ziehst den Kopf etwas in die Länge. Ja, der Kopf ist angehoben. Und du ziehst in die Länge. Weiches Gesicht dabei. Richtig den Kopf in die Schraube der eigenen Arme nehmen, aber das mit dem Gefühl von Geborgenheit und Gehaltenwerden verbinden, bitte. Und dann ziehst du ganz sanft, sodass du deine eigene Dehnung im Nacken hervorrufst. Tief bis in den Bauch atmen, langsam loslassen, in der Ausatmung lass dir Zeit und hier in der Ausatmung den Beckenboden sanft mit einziehen. Einatmend nachgeben, ausdehnen und ausatmend Beckenboden sanft mit einziehen. Und dabei den Zug am Nacken, ne, die Dehnung. Noch zwei Atemzüge. Dann legst du deinen Kopf langsam ab. Spüre nach. Leg die Arme neben den Rumpf oder wohin sie wollen. Registriere das Gefühl am Nacken, an den Schultern. Schließlich
rollst du dich auf die rechte Seite und kommst zurück. Bauchlage denkst du dir, du kommst gleich in den Vierfüßler und schiebst dich vom Vierfüßler in den abwärts schauenden Hund. Und schiebst hier einige Male die Fersen auf und ab. Breite Schultern, Ellenbogen beugen, Spitze der Ellenbogen zeigen nach hinten. Schließlich läufst du in kleinen Schritten nach vorne. Bist in der ganzen Vorbeuge und greifst deine Ellenbogen. Lässt den Kopf hängen, lässt die Schultern hängen, Knie leicht gebeugt, Füße parallel. Atme in Ruhe weiter, spüre die Dehnung auf der Rückseite des Rumpfes. Vielleicht merkst du das an bestimmten Stellen stärker, sei es an den Lendenwirbel oder zwischen den Schulterblättern. Vielleicht merkst du mehr um die Schulterstruktur herum. Nimm mal wahr, spüre den Rücken entlang. Zwei Atemzüge. Und dann legst du die Hände über Kreuz auf die Beine. Du merkst dir jetzt einfach, welche Hand, welcher Arm vorne ist. Atmest nochmal ein, lässt ausatmen, den Kopf sinken. Und mit der nächsten Einatmung richtest du dich locker auf und ziehst mit den Beinen am Körper entlang hoch. Und hier oben, als würdest du einen Pulli ausziehen, richtest du dich auf, hast voll eingeatmet, ausatmen, beugst du wieder vor. Und jetzt änderst du die Verschränkung, jetzt muss der andere Arm vorne aufliegen. Atmest vollständig aus, einatmend richtest du ein bisschen den Oberkörper auf, ausatmend lässt du nochmal locker. Und dann mit der nächsten Einatmung wieder streifst du am Körper entlang, richtest dich auf und ausatmend nochmal vorbeugen. Greifst wieder die Ellenbogen, hängst aus, spürst nach. Dann löst du die Ellenbogen wieder, legst die rechte Hand zum rechten Fuß, die linke zum linken. Einatmen, streifen die Hände über den Körper, richtest dich auf, ziehst dich in die Länge und ausatmend lässt du die Arme sinken. Schließ die Augen und spürst einen Moment nach. Mit der nächsten, Lucky, das geht nicht, der Bodenteil ist schon vorbei. Mit der nächsten Einatmung öffnest du die Augen, kommst etwas weiter in die Grätsche und beginnst zu pendeln, ganz locker. Knie bitte beugen, die Füße stehen stabil und alles darüber kann sich ruhig nach rechts und links bewegen. Langsam wieder ruhiger in den Bewegungen, kleinere Bewegungen und du pendelst dich so um deine Wirbelsäule herum ein. Du hast das Gefühl fürs Steißbein, du nimmst das Steißbein als unteren Drehpunkt und lässt darüber die Wirbelsäule in den Rotationen nach rechts und links kleiner werden und kommst dann schließlich zurück in deine Mitte. Du bringst die Beine etwas mehr zusammen und die Hände hinter den Rücken. Mit der nächsten Einatmung ziehst du, du verschränkst die Hände, ziehst du die Arme nach hinten, unten kommst in eine leichte Rückbeuge. Ausatmen, gibst du wieder nach, du lässt los. Noch einmal im Stehen, einatmen, also im Stand, Füße parallel und ausatmen. Jetzt mit der nächsten Einatmung bist etwas weiter vorne auf deiner Mattenkante. Mit der nächsten Einatmung hebst du die Arme an. Ausatmen bringst du den rechten Fuß nach hinten und verschränkst die Hände hinterm Rücken, ziehst die Arme nach hinten, kommst einatmend in die Rückbeuge
Und mit der nächsten Ausatmung, Knie leicht beugen, schiebst du in den Hüften nach vorne, lass den Rücken gestreckt und dann bleibst du hier und bewegst ganz sanft die Arme. Ja? Atme in Ruhe weiter, Hände nach hinten wegziehen, Finger sind gefaltet. Mit der nächsten Einatmung richtest du dich wieder auf, ziehst die Hände nach hinten, unten, Rückbeuge, ausatmend. Lockerer Stand, die Finger schon lockern, dann einatmend der Schritt nach vorne, Arme anheben und ausatmend die Seite wechseln, den linken Fuß nach hinten, die Finger verschränken, einatmend die Rückbeuge und ausatmend in der Hüfte vorbeugen, Rücken gestreckt lassen, Langwirbelsäule, in der Position bleiben, die Knie ganz leicht beugen, Oberschenkelmuskulatur aktivieren und leicht wackeln mit den Armen. Den Kopf nicht hängen lassen, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Dann mit der Bewegung aufhören, einatmend wieder aufrichten, aktive Füße in die Matte greifen, in die Rückbeuge kommen. Ausatmend den Oberkörper aufrichten, in den Schultern loslassen. Einatmend, der Schritt nach vorne, die Arme anheben und ausatmend sinken lassen. Bleibst einen Moment stehen, du spürst nach. Dann öffne die Augen und komm etwas mehr in die Grätsche. Mit der nächsten Einatmung ziehst du die Arme weit über die Seite nach außen. Ausatmend beugst du halb vor. Und mit der nächsten Einatmung rotierst du zur Seite, ziehst den rechten Arm nach oben, den linken nach unten, kommst einatmend in die halbe Vorbeuge, Arme zur Seite ausstrecken, ausatmend zur anderen Seite rotieren und dann einatmend wieder in die Mitte und aufrichten, Handinnenflächen nach oben drehen, ausatmend die Arme sinken lassen, loslassen in den Schultern nachspüren. Jetzt vergrößerst du den Abstand zwischen den Füßen etwas. Wir wiederholen. Einatmend, die Arme öffnen, Handinnenflächen nach oben drehen. Saug die Energie für den Tag in dich hinein. Benutze deine Hände wie Magnete. Energiefeld ist die ganze Zeit um dich herum. Nimm auf. Ausatmend kommst du in die halbe Vorbeuge. Du drehst die Hände um. Du kannst auch ein bisschen abgeben und teilen. Einatmend, rotieren zu einer Seite. Energie ansaugen, ausatmend abgeben, was abgegeben werden sollte. Einatmen zur Seite rotieren, Arme weit aus den Schultern ziehen, Finger spreizen. Spür die Handinnenflächen, saug die Energie an und ausatmen, wieder nach vorn beugen. Loslassen, nachgeben. Einatmen, aufrichten, Handinnenflächen nach oben drehen. Und ausatmend die Hände wieder drehen. Arme sinken lassen, nachspüren. Alle guten Dinge sind drei. Du vergrößerst den Abstand nochmal. Es muss ja nicht viel sein, nur ein bisschen. Oder eben sehr viel, wie du Lust hast. Wir wiederholen. Atme ein. Atme aus. Ein. Und vielleicht ist dein Abstand so groß, dass eine Hand zum Boden kommt, wenn nicht, nicht. Aus. Ein. Aus. Ein. Und aus. Dann drehst du langsam die Füße zusammen. Ungefähr. Einen Fuß breit Abstand, schließt die Augen und spürst nach. Und öffne die Augen wieder. Mit der nächsten Einatmung Abstand zwischen den Füßen etwas vergrößern. Nochmal Arme locker lassen, ausatmen.
der nächsten Einatmung die Arme weit öffnen, nochmal. Schon mal hingeben für deinen Tag. Und dann ausatmen, das Gewicht auf den rechten Fuß bringen, das linke Knie hochziehen und das Bein nahe heranziehen an den Körper, Kopf einrollen. Einatmen, den Fuß aufstellen, Steißbein nach vorne schieben, Rückbeuge unterm Brustbein, Arme nach hinten unten ziehen. Ausatmen, Gewicht aufs linke Bein, den rechten Fuß anheben, rechtes Knie, rechten Oberschenkel, so nah wie möglich an den Oberkörper. Einrollen und dann so im Wechsel fortfahren. Ich atme ein. Ich atme aus. Ein und aus. Und wenn man wackelt, wackelt man, dann stellt man einfach den Fuß wieder auf. Dreimal jede Seite. Dann noch einmal einatmen, einen Atemzug in der Position bleiben. Ganz in Ruhe durchatmen, weit öffnen. Und dann ausatmen, aufrichten, die Arme sinken lassen, Füße weiter zusammenbringen, nachspüren. Weiches Gesicht, entspannte Schultern, entspannte Hände, fluffiger Beckenraum, fluffiger Bauchraum, stabile Beine, gute Erdung über die Füße. Mit der nächsten Einatmung öffnest du die Arme weit über die Seite, hebst die Arme an. Bringst die Handinnenflächen zusammen über deinem Kopf und ziehst ausatmen die Hände vors Brustbein. Du nimmst, drückst mit der Rückseite der Daumen, mit der Innenseite der Hände, jetzt von oben betrachtet, sanft gegen dein Brustbein aktivierst. Nochmal das Herz, dass du mit Liebe in den Tag gehen kannst. Und verneigst dich vor dir selbst. Bedankst dich bei dir für die Zeit, die du dir geschenkt hast. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, die ihr mir geschenkt habt. Und wünsche einen schönen Tag. Namaste.